Wie schaffe ich es als Pflegeunternehmen, mehr Anfragen für meine freien Betten oder eben mehr Anfragen für erweiterte Touren zu bekommen? Mein Name ist Max Grinder, Inhaber und Geschäftsführer der FM Recruiting. Die FM Recruiting ist die zertifizierte Agentur vom TÜV Nord für das Thema Pflege, Gesundheit. Ja, das heißt also hier im Prinzip mit dem Thema Mitarbeitergewinnung oder auch Arbeitgebermarkenbekanntheit. Und viele unserer Kunden, die letztendlich in ganz Deutschland verteilt sind, stellen uns die Frage, okay, wenn das bei mir, bei dem Kunden mit dem Thema Mitarbeitergewinnung so hervorragend funktioniert, könnt ihr, also wir, die FM Recruiting, auch für mich am Ende des Tages wieder Anfragen für meine freien Betten, die ich vielleicht hatte, generieren? Oder hilft oder helft ihr mir letztendlich auch beim Thema Wachstum im ambulanten Pflegebereich? Das heißt also wirklich vielleicht einen erweiterten Regionskreis sozusagen zu erschließen. Die Antwort ist immer dieselbe, die Antwort ist ja. Warum funktioniert das so gut und warum können wir auch das am Ende des Tages, ich sag mal in Perfektion für unsere Kunden immer wiederkehrend sozusagen umsetzen? Man muss sich die Frage stellen, oder stellen Sie sich vielleicht auch mal die Frage als Geschäftsführer, Personalverantwortlicher oder vielleicht auch als Pflegefachkraft, wie ist denn das Thema Neukundengewinnung in Ihrem eigenen Unternehmen aufgestellt? In der Regel ist es so, man hat vielleicht eine Kooperation mit irgendeiner anliegenden Klinik, wo man letztendlich vielleicht Patienten, Klienten übernimmt, hat vielleicht noch den einen oder anderen Kooperationspartner aus der Region, wo man hin und wieder mal eine Anfrage bekommt, aber in der Regel war es das auch schon. Das heißt, der Großteil neuer Anfragen geht in der Regel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist hier auch wirklich klassisch zu sehen. Das heißt also wirklich, Freunde, Bekannte, Bewohner, Verwandte sprechen darüber, dass es in diesem Heim sozusagen super ist, ja, dass man mit dem ambulanten Dienst super zufrieden ist, dass man hier wirklich eine sehr, sehr gute Dienstleistung am Ende des Tages bekommt. Und das führt dazu, dass man gegebenenfalls auch hier neue Anfragen gewinnt. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht planbar. Was heißt planbar? Ich kann Ihnen zum Beispiel nicht versichern, dass Sie über den aktuellen Weg, so wie Sie es in der Regel machen, pro Monat 5 bis 10 neue Anfragen bekommen. Was wir aber garantieren können, ist, dass wir, wenn wir gemeinsam eine Strategie für Sie erarbeiten, wie Sie sich online platzieren, wie Sie sich online darstellen, dass Sie dann einen konstanten Strom an neuen Anfragen generieren können. Und das ist auch das, was wir Stand heute mit unseren Kunden tagtäglich umsetzen. Das heißt, wir sind nicht die Agentur für das Thema Mitarbeitergewinnung. Natürlich ist es wahrscheinlich auch wie bei Ihnen das Nonplusultra, denn ohne Mitarbeiter ist kein Wachstum möglich. Ohne Mitarbeiter kann ich meine freien Betten nicht besetzen. Aber wir sind letztendlich nicht der Partner für das Thema Recruiting, sondern wir sind der Partner für Pflegeunternehmen, wo wir ganzheitlich agieren. Das heißt, wir schauen zum einen das Thema Mitarbeitergewinnung an. Wir schauen natürlich auch das Thema Neukundengewinnung an. Wir schauen aber auch letztendlich das Thema Arbeitgebermarke oder regionale Omnipräsenz an. Das heißt, was müssen wir tun, um letztendlich neue Anfragen zu bekommen? Wir müssen sie so in der Regel platzieren, dass sie wahrgenommen werden. Das heißt, Sie müssen sich die Frage stellen, was ist der wahrgenommene Wert in der Region? Und wir positionieren letztendlich so unsere Kunden, dass sie wahrgenommen werden. Und nicht nur im Thema Mitarbeitergewinnung, sondern auch, dass sie im Prinzip freie Betten haben, dass man vielleicht auch einen Schnuppertag als Beispiel in ihrer Tagespflege mal machen kann. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass Sie hier umdenken, dass Sie auch wirklich daran denken, okay, wo hält sich denn meine potenzielle Zielgruppe auf? Natürlich, die Zielgruppe, die Sie vielleicht ansprechen wollen, ist vielleicht nicht zwingend auf Social Media unterwegs, ja, weil es einfach vom Alter her vielleicht gar nicht in das Medium passt. Aber Sie wollen ja vielleicht Angehörige erreichen, Bekannte, Freunde, Familie. Das ist die Zielgruppe, die Sie beim Thema Neukundengewinnung ansprechen müssen. Ja, das heißt, wo ist diese Zielgruppe unterwegs? Am Ende des Tages online. Und hier schauen wir einfach, dass wir Sie am Ende des Tages als Arbeitgeber und beziehungsweise als Dienstleister, so wie Sie es ja am Ende des Tages sind, für ältere Menschen, für das Thema Pflege, so positionieren, dass Sie nicht nur wahrgenommen werden, sondern am Ende des Tages, dass Sie auch Neukundenanfragen bekommen. Weil nur wenn Sie Neukundenanfragen bekommen, können Sie am Ende des Tages wirtschaftlich wachsen. Ja, Sie können mehr Mitarbeiter einstellen, weil Sie wieder letztendlich mehr Pflegebedarf haben. Und hier ist einfach wichtig zu verstehen, wo ist meine potenzielle Zielgruppe? Und die ist nur mal durch den Zahn der Zeit online. Ja, das heißt, es ist super, wenn Sie sagen, okay, offline bin ich super aufgestellt, habe vielleicht auch hier irgendwie Einkaufswagenwerbung, wo ich darauf hinweise, dass ich sozusagen wieder neue Bewohner aufnehme.
aber Sie müssen sich auch immer die Frage stellen, macht es Sinn, auf ein Pferd zu setzen oder vielleicht, dass Sie 2, 3 Pferde im Laufen haben, wo letztendlich alle 3 das Rennen gewinnen, weil das ist Ihr Ziel, nicht, dass ein Kanal der Hauptkanaler ist, der super funktioniert, das ist schön, aber letztendlich auch nicht mehr, ich sage mal, ja, eigentlich nicht mehr die Realität, sondern Sie müssen auf mehrere kleine Pferde setzen, die letztendlich für Sie laufen, so kann man sich das vorstellen, und letztendlich alle zum Ziel führen. Und das Ziel ist letztendlich, dass Sie neue Anfragen gewinnen, dass Sie planbar neue Anfragen gewinnen, dass Sie wirklich sagen können, okay, wenn ich meine 3 Pferde sozusagen losjage, dann kann ich mit 5 bis 10 Anfragen im Monat rechnen, kann die vielleicht auch noch vorselektieren, heißt, ich kann hier letztendlich nach Leistungsspektrum sozusagen auch, ich sag mal, vorqualifizieren und kann mir die Anfragen aussuchen, die für Sie am besten sind. Das heißt, eventuell wirtschaftlich am besten, eventuell auch personaltechnisch am besten. Das heißt also, dass Sie diese Anfragen auch mit Ihrem bestehenden Personal bestmöglich abdecken können. Und das ist einfach ein Appell an Sie, dass Sie darüber nachdenken, wenn Sie zum Beispiel eine Agentur fürs Thema Mitarbeitergewinnung an der Hand haben, dass Sie sich auch hier die Frage stellen, okay, sind die wirklich der Branchenpartner für das Thema Gesundheit und Pflege, also für Pflegeunternehmen bundesweit, oder ist es vielleicht nur eine Agentur, die das Thema Mitarbeitergewinnung abdeckt oder. Ja, das heißt, unser Appell ist immer, dass Sie sich im Prinzip an den Partner wenden, der nicht nur ein Thema abdeckt, sondern vielleicht mehrere Themen, wo Sie auch eine langfristige Planbarkeit und Kooperation anstreben, damit Sie einfach, ich sag mal, wenn Sie Schritt A in den Griff bekommen haben, direkt zum nächsten Schritt übergehen können. Und das ist letztendlich auch das Spiel, was wir mit unseren Bestandskunden immer durchgehen, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns jetzt um diese Baustelle, dann können wir zum nächsten gehen und zum nächsten gehen, und für unseren Kunden ist es super angenehm, er hat immer denselben Ansprechpartner, er hat auch einfach dieselbe Professionalität am Ende des Tages und er weiß schon durch das Projekt A, dass er diese Ergebnisse ja bekommt, das heißt, er bekommt gute Ergebnisse, sehr gute Ergebnisse, und weiß dann natürlich auch, wenn er einmal gute Erfahrungen gemacht hat, macht er sie in der Regel auch noch ein zweites Mal. Und deswegen sind wir auch einfach eine der Agenturen, die letztendlich am Markt führend ist, weil wir genau wissen, welche Probleme Sie am Ende des Tages am größtmöglichen tangieren, aber letztendlich auch, welche Lösungen wir spezifisch oder teilspezifisch hier Ihnen anbieten können. Wenn Sie jetzt sagen, okay, das klingt spannend für mich, dann bewerben Sie sich für ein kostenfreies Erstgespräch auf www.fm-recruiting.de.